Hi, servus Leute. Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Heute vielleicht mal etwas weniger Action, hoffe ich doch mal. Bisschen was in Ruhe bauen können. Hier habe ich jetzt mal ein bisschen Material aus der Kiste genommen für die Beete. Ja, wir werfen jetzt mal 13 Stück an. Und dann hängt's an Nitrat. Ja, der Mischer läuft auch noch. Anderthalb Stunde. Also ich hab nichts verpasst. Gehen wir mal aufs Dach. Achso, können wir durch das Samen mitnehmen. Wo waren die? Hier, denke ich. Da ich nicht genau weiß, ob das da oben jetzt passt mit den Lichtverhältnissen, ob die da gut wachsen oder nicht, riskiere ich jetzt mal nur ein paar von den Samen, falls sie dann eingehen oder so. Ja, das Grundgerüst kann man sagen, steht fast. Hast du so ein bisschen gewandelt jetzt das Haus? So, und hier wollte ich euch jetzt einfach ein bisschen dabei haben. Dass jetzt nicht nur immer die ganze Action zu sehen ist, sondern auch mal wieder ein bisschen was zum Bauen oder so. Ja, für die Betonaufwertung bräuchte man mal einen besseren Hammer zum. Das dauert dann ewig. Ja, und danach könnten wir uns zum Beispiel mal eine Mine anlegen. Haben wir jetzt gerade gesehen, dass Nitrat zu Ende ist. Nitrat braucht man auch für Schießpulver. Ja, dass man mal ein bisschen mehr schießen kann, ne? Das macht die Sache dann komplett einfacher. So. Ja, sind ja gar nicht alle durch. Dann fangen wir mal an mit den ersten. So, ich pack die jetzt einfach hier so an den Rand hin. So viel zum Plan, ne? Ich glaube, der Mais ist 3 hoch. Kaffee ist 1. Goldruder auch, aber soweit ich weiß, ist Mais 3 hoch. Boah. Das wäre natürlich jetzt blöd, ne? Ja, tada, 3. Ja gut, versenkt mal die Bäder hier. Ja, jetzt passt er hin.
Den mache ich jetzt mit rein, wegen, weil es der einzigste Samen ist, den wir haben. Was mit das hier? Ja, mach ich das ja wieder weg, ne? Hey, meine eigenen Beete bekomme ich wieder. Schön. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Beete seitlichen Support haben wie die normalen Blöcke auch. Ansonsten würde dann hier wohl früher oder später alles einstürzen. Ja, der Anfang ist gemacht. Man kann also nicht erkennen, ob das denen passt mit dem Licht hier. Ja, ich denke schon. Schauen wir mal, ob wir vielleicht ein paar Samen herstellen könnten. Mais hier. Ja, es ist nicht unbedingt viel da, ne? Bei uns hier. Kaffee nichts mehr für einen Samen. Mais-Samen. Gut, pflanzen wir die doch ein. Jetzt haben wir noch einen auf Notreserve. Na, ich hebe noch einen mehr auf. Durch das Material. Ja, es ist nach einem Speckel das Beste, was wir machen können aktuell. Nur die Eier sammelt halt keiner, ne? Ich glaube, Pilze wachsen doch überall, oder? Wie war das? Jo. Ja, Mine. Dass man vielleicht Nitrat besorgt.
Ich hätte schon mal beim Vorbeigehen was markiert gehabt. Schön wäre halt eine Mine, wo alles erreichbar wäre, alle Materialien. Ach, Kohle fehlt noch, ich habe jetzt überlegt. Kohle. Müsste ja der schwarze Punkt hier vielleicht sein, oder? Ja, schauen wir da hin und dann fangen wir vielleicht mit der Mine an. Ist halt ein bisschen blöd mit dem Werkzeug, was wir bis jetzt haben, aber ja. Bringt ja nichts, ne? Ich dachte, ich hätte einen Wolf gehört. Mann, wir kommen eigentlich der Händler neue Ware, haben wir das schon geschaut? Meds, Drugs, Booze. I've got it all. Ja, sieht ziemlich neu aus vom Datum her. Mini-Motorrad-Fahrwerk für 3-2. Bauplan-Schützengewehr. Bauplan-Stahlwerkzeuge, das wäre natürlich auch geil. Oh, are you leaving so soon? I was hoping we could hang out a while. Ja, ich glaube, wir looten erstmal noch irgendwelche Gebäude noch. Um an Geld zu kommen. Wir hätten ja gestern jetzt angefangen. Welches war das? Sind hier lang gefahren? Das könnte hier gewesen sein, ne? Dass man das angefangene Gebäude vielleicht noch zu Ende bringt, bevor da die Zombies und so alles nachspawnen. Ja, das dürfte sein. Genau. Und schon wieder so eine blöde Katze, ey. So, also theoretisch waren wir nicht lang genug weg. Es dürfte eigentlich hier nichts nachgespawnt sein. Jetzt schon wieder ausgeleert, okay. Jetzt will die Katze mich eh. Ja, aber wo?
Ey, ich sagte, es wird eine Folge ohne Action. Hallo. Gibt's da nicht? Ist da noch ein Außenzaun oder was, wo die da rumknabbert? Du blödes Vieh, ey. Nein, da ist doch nichts mehr, oder? Hier könnte ich vielleicht mal einen Blick riskieren, ne? Die macht da an der Mauer. Warum? Ja, in die rechte Folie. Also jetzt einen Block weg und versucht sich da durchzudrücken, oder wie? Ja, was ist mit der Katze? Hier ist sogar offen. Will das Fleisch haben, ist ja eher Verschwendung, ne? Fällt mir wieder ein, ich wollte noch einen Baseballschläger schauen, ob man den craften kann. Beziehungsweise hat man schon geschaut und ich wollte einfach mal den bauen. Vergiss das immer wieder, wenn ich zu Hause bin. Weißsam, schön. Es war mega dunkel heute, ne? Schicken wir Taschen damit drauf. Nein. Ja, dann muss das wohl reichen, ne?
Ja, ist wieder rein da. Kann ich wahrscheinlich gleich unten lang laufen und was ins Fahrrad packen. Also falls es euch beruhigt, ich sehe auch kaum was, also es ist mega dunkel heute hier. Ja, 10 Plätze sind 10 Plätze, ne? So, was deckt's immer noch so auf meistens? Ja, gut, wieder rein hier. Auch schon voll. Gut, dann weiter. Bis man wieder erneut gestört wird. Cool, muss ja jetzt mehr Glück haben. Nicht so viel Papier. Erstriger sagt schon mal nein. Ist aber wenig gefüllt hier. Ey. Papier. Papier. So viel zum Glück. Ach ja, dieser Parcours ist das jetzt hier. Die lauern alle hinter den Türen hier. Gut, einen kommt man wegmachen von oben. Ein Generator. Und der Hammer, von dem wir vor uns gesprochen haben. Hey, ist das ein Zeichen, dass ich meine gescheite Base bauen soll?
da Werkzeugteile. Und nimm die Schaufel. Geht besser. So, so wie ich wieder hier hochzukommen. Es ist scheinbar nur Horde unterwegs, also ist schon wieder welche. Und die schlafen ja noch. Gab's den Weg hier hoch, ey. Geh mal runter von meiner Munition hier. Also, dass niemand so wie es aussieht. Hey, neuen Topf. So, das werde ich erstmal nach der Hose schauen müssen, ne? Ja, keine Ahnung. Hey, was ist denn hier? Nägel können wir ausgraben, können wir jetzt selbst herstellen zu Hause. Ja gut, ich denke, wenn ich jetzt hier weitergehe, haben die es auch. Nicht so einfach mir zu folgen. Geh doch. Ich versuche es wieder einen Blick von oben da rein zu bekommen. Da ist keiner. Und da bin ich runtergefallen.
gut, dass ich den ganzen Gang aufgeweckt habe jetzt mit der Aktion. Gegenüber unserem Knochenmesser. Knochenmesser ist besser. Hallo. Ja, konnte ich nicht drüber springen, weil ich mir einen Schädel einschlag. Ein Mining-Buch. 50% weniger Schaden von Minen einstürzen. Wir sind wieder so. Keiner. Da parkt einer ab. Ein Soldat. Hey, verpasse ich eine Kugel? Easy. Einfach mal schießen, ne? Immer so viele Teile, aber nichts für so einen Knüppel, ne? So, das gönnen wir uns mal den Eintopf hier. 50 Nahrung. Ja, jetzt suche ich die Horde oder was auch immer das ist. Weil eigentlich müsste ich jetzt die Folge beenden, von der Länge her. Aber bevor dann die Action startet, wenn ich jetzt hier auf Stopp drücke, schaue ich lieber gleich nochmal nach. Im Endeffekt ist es keine Horde, es ist nur so ein einzelner Dude. Also der Block steht noch. Bist nur du das oder was?
Krankenschwestern, die stressen mich schon die ganze Staffel über, ne? Ja, okay, da werde ich jetzt bis zu dem Punkt, wo wir jetzt vorgedrungen sind, noch ein bisschen besser durchlooten, also ja. Kann nichts liegen, also muss noch ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann machen wir dann direkt da weiter. Bei der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Also, ciao Leute.